Olli, bitte das Mikro ausschalten. Und wir gehen auf die 600 Meter. Wir wollen uns einstimmen und vielleicht schaffen wir es, überall da, wo die Leute drin vorbeikommen, auch an die Balustrade zu klopfen, sie anzufeuern. 600 Meter, das ist ja eine interessante Strecke, liebe Zuschauer. Das ist eine Überdistanz für die 400 Meter Läuferinnen und die Unterdistanz für die 800. Also ist genau die richtige Strecke zum Saisonbeginn. Wir haben diese Bewegung der Wind hat nachgelassen. Also super Bewegung auch für eine gute Zeit. 31 laufen in diesem Spiellauf über 600 Meter. Wir können schon mal einklatschen, liebe Zuschauer, hier auf der Gegengeraden. Kommt, auf geht es. B-Lauf, 600 Meter. Und in Führung mit der 366. Das ist Kim Benz, TSG Balingen. Und dahinter die deutsche U16-Meisterin. 62 der Durchgang. Alina Schönherr, NSV Schmölln. Sie scheint viel Leist am Ende, den besten Kick zu haben. Wir schauen mal auf Position 2. Aber die anderen Damen sind auch noch dabei. Jetzt ein Initiative ran. Und die deutsche U16-Meisterin im letzten Jahr in Köln geht jetzt vorbei. Dahinter wird sie aber attackiert. Das dürfte Lena Posniak sein aus Lebada. Und damit ein Erfolg am Ende für Thüringen in einer schönen Zeit für die jungen Damen. Alles Nachwuchs. 1:33.84. Gleich kommen wir zum Showdown.